Und damit herzlich willkommen zurück. Ach ja. Ah, herrlich. Just Cause 3. Und oh nein. Ich vergesse mir eine Tasse Tee zu machen. Dammit. Naja, bevor der Ich nächste habe mit kommt. den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten. Ja, das wissen wir schon. Vielleicht vor der nächsten Aufnahme. Trio war jetzt schon unsere. Regano, Lucari. Prima. Hier ein paar Missionchen, da ein paar Missionchen. Aha. Hey, Moment, wo gehörst du dazu? Hä? Massos? Ah, das ist Massos. Coda Dracon ist ja die Haupt, Dingensbummens-Basisgerät. Deswegen. Da noch nicht hin, aber linksrum, Capitia Vesta zuerst. Ich würde schon sagen, wir steigen mal ein mit einer Runde. Befrei die Insel. Ah, ja, da ist ja noch das Problem. Das ist definitiv. Was habe ich denn in Capitia Vesta? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 1, 2, 3, 4. 5 ist. Aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Ja, Theo wird auch mal warten müssen. Ich muss hier mit meiner Rostlaube erstmal durch die Prärie eimern. Ich nehme jetzt einfach mal das Auto. Oh. Ich und ein Fahrzeug. Oh wow. Ich werde mir wahrscheinlich gleich ein neues nehmen. Oh, oh, es ruckelt schon wieder ohne Ende. Warum eigentlich? Das ist hier nicht richtig. Ich dachte, ich hätte es jetzt mal behoben, das ganze Geruckel. Kein Grund dazu. Da ist noch Platz, da ist noch Luft. Prozessor ist noch Luft dran. Ja, es ist schon alles. Packen wir mal. Huh. Überraschung. Nee. Ich wollte eigentlich einsteigen. Gut, dann nehmen wir das nicht. Dann nehmen wir das hier. EF ist da alles das gleiche. Ich hoffe, das war jetzt einmal nur so ein einzigartiger Ruckler. Ich hoffe, dass das jetzt ja nicht ständig wieder irgendwie abruckelt. Ich spiele übrigens wieder im Vollbild mit der guten alten. Ne, da war gerade wieder ein kleiner Ruckler drin. Ah. Ich dachte, die haben die Performance verbessert. Es lief doch am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht. Moment mal kurz. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht irgendwie noch was Nutzloses offen habe. Ich meine, ich lade gerade nebenbei hoch, aber das sollte. Das geht ja überhaupt nicht von dem Rechner ab, deswegen. Wollte das überhaupt gar keine Rolle spielen. Ich werde den hier mal noch zumachen. Da habe ich jetzt gerade eh nichts Wichtiges offen. Jetzt nochmal den Task Manager geguckt hier. Ja, Just Cause braucht halt schon 6 GB RAM. Wenig ist das nicht. OBS braucht ein bisschen Prozessorzeugs. Der Prozessortakt ist am Maximum. Das ist logisch. Die Prozessorauslastung habe ich hier gar nicht mit drin in meinem Overwatch. Huch, das war nicht clever. Statt da. Schieb mir den mal mit hierher. Einfach nur um zu gucken, ob es jetzt wirklich ein Ressourcenengpass ist. Im Sinne von, meine Maschine macht das nicht mit. RAM haben wir noch gute 5 GB Luft. Der Prozessor idle bei 33%. Das ist es auch nicht. Grafikkarte hat noch Platz. Ich meine, ich habe nur eine GTX 970 drin, eine leicht aufgebohrte. Vielleicht reicht die dann hoch, hoch, doch dafür nicht mehr aus. Weiß ich nicht. Also RAM und CPU sind es schon mal nicht. Das ist ja schon mal was Gutes. Feindlichen Informanten abzuholen. Klau sie und übernimm den Job. Um.
Hallo, steig aus, du Stück. Hey, was machen Sie da oben? Ich steig jetzt hier auf, pass auf. Viel Spaß damit, Rico. Okay, holen wir uns das Verräterschwein. Und kein Gefecht unterwegs. Du willst schließlich nicht auffliegen. Wow, wow. Alter, ist das Gerät lang? Ja. Ja. Vor allem, der ist nach unten gefahren, weil er von da oben jemanden abholen muss. Ich würde sagen, der Kollege muss nochmal drüber nachdenken, wie er fährt. Sir? Steigen Sie bitte ein. Wir müssen diesen Kollaborateur töten, ohne dass das Militär mitkriegt, dass wir ihr Spionagenetzwerk kennen. Täusche mit dem Wagen einen Unfall vor. Aber sieh zu, dass dir nicht passiert. Wo zum Teufel waren Sie? Ich hätte genauso gut laufen können. Das war übelstes, wir waren übelstes Geballer. Täuschte mit dem Wagen einen Unfall vor. Na, wir nehmen jetzt hier maximal Speed. Pass auf, wir machen hier mal leichte Party. Und like this. Ein gutes Gefühl, was? Gute das war die Arbeit, beste Rico. Idee des Tages. Ja, und den Rest legen wir so zurück. Yay, und jetzt auf den Wingsuit. Nach Möglichkeit nicht hier im Gemüse landen. Yes. Zum Glück habe ich keine Fettwampe. Sonst wäre es das jetzt gewesen. Eieiei. Ja, jetzt läuft's auch wieder, keine Ahnung. Jetzt habe ich sogar noch mehr Last als vorher, weil ich ja noch ein paar Tools offen habe, um jetzt meine Systemleistung zu überwachen. Die ich sonst normalerweise nicht an habe. Also einen habe ich immer an, den Afterburner, der ist immer auf dem anderen Bildschirm. Aber hier ist alles easy peasy. Alles langweilt sich so ein bisschen. Ja, die GPU könnte noch was gehen. Ja, das war so wie geplant. So, eigentlich hatte ich mal wieder Bock. Das ist doch eine Siedlung hier, ne? Ja. Naja, ungefähr. Da hinten ist das Flugfeld. Ich gucke erstmal schnell nach dem Flugfeld. Ich habe noch ein bisschen was vor. Hoppla, hoppla. Ich muss es ja wenigstens bis halbwegs darüber schaffen, sonst muss ich wieder schwimmen. Kein Bock zu. Nee. Noch ein Versuch. Ich will quasi gleich mal das Flugfeld überfliegen. Hier steht tatsächlich nur ein Flieger. Hier ist dann nicht mal noch eine Base dabei. Schade, ich dachte, das wäre einer der Base-Schutzpunkte. Hier ist einfach mal gar nichts. Überhaupt nichts. Ja. So, dann Rebellenabwurf, Fahrzeuge, Helikopter. Der Helikopter ist unbewaffnet. Die Minigun. Ach ja, das war das Taka-Taka-Pum-Pum. Ja, das war das gute Gerät. Als Spezielle holen wir uns mal den... Ah, das war dieser Zielmarkierer. Ja, den hat man noch nicht. Ah, die Peacebringer habe ich noch nicht. Da brauche ich klassische Teile. Die behalten wir also. Und als zweihändige Wumms-Wumms... ja, nehmen wir einfach irgendwie die. Weil die ja nach wie vor... die hat aber hier Stabilität, Präzision. Schaden ist gar nicht so bad. Das war die wir schon mal, glaube ich, hatten. Ach, ich bleibe einmal bei dem Gerät, was das funktioniert. Hier, zack. Zack. Da kommt er und... Nee.
Plöpp. Huch. Also das war, ich dachte, das war meine Birne, die sich am Helikopter gestoßen hat. Oh, da habe ich nur 4 Schuss, da habe ich 6. Ich will das Ding aber mal ausprobieren. Das Ding sieht tödlich aus. Und wir tauschen bitte. Ach, da haben wir ja schon. Passt. So, dann einmal hier rein in das gute Stück. So, auf darüber. Das waren die großen. Das waren die kleineren. Die Stadt dürfte eigentlich keine Helikopterabwehr haben. Gehört die kleine Stadt mit? Ne, ne, die kleine Stadt gehört hierzu und die haben wir auch schon befreit. Das hier ist unser aktuelles Ziel. Yep. Okay, ich würde gerne zoomen, aber das ist aktuell nicht so wirklich drin. Oh. Oh, tut mir leid. Ein Schuss, ein Treffer, Feierabend. Sehr gut, sehr gut. Da steht so ein Transformatorhäuschen. Dann nehmen wir einfach mal eine große. Brauche ich nicht so genau zielen. Da steht ein Schild. Dann decken wir einfach mal ein bisschen was. Oh. Hier so ein bisschen was drauf. Der ist erledigt. Die Polizeistation machen wir dann nachher. Ein Schild, ein Turm, ein Benzintank. Da ist das Schild. Oh, hab ich das? Oh, das hier reicht. Da unten ist noch ein Türmchen. Oh, Sniper-Schuss. Sehr gut, sehr gut. Das da links ist nichts. Das ist auch nicht noch so ein Turm, oder? Nee. Das habe ich schon zerstört. Na, wo steht denn der letzte Turm? Ah! Da so. So, jetzt fehlt ein bisschen Müll hier noch. Ah ja, easy. Wir hauen einfach mal raus, was wir haben. Frag dich. Genau. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Oh, ist der schlecht. So ein bisschen zumindest. Ah, da runter waren die Tanks, okay. Mach ja, ich räuche die einfach mal aus, die Hütte. So, jetzt dürfte hier eigentlich gar nicht mehr so viel fehlen, außer irgendwie ein Transformator, den ich jetzt noch nicht sehe, und die Polizeistation, die wir jetzt gleich machen. Ja, muss hier bestimmt noch ein bisschen was aufmachen. Hallo, ein Tor oder? Oh, da. Ich bin sowas von bereit. Was war? Wir brauchen mehr Soldaten! Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Gefängniszelle. Und einmal Rebellen rufen. Dann gucken wir mal hier. Codename Grüner Auswurf. Okay, hat funktioniert. Huch. Irgendein Idiot hat die Miliz gerufen. Ah. Das wären dann doch ein paar viele. Naja, gut. Er hatte keine Chance. Hier so ein paar Schuss, da so ein paar Schuss. Die beiden kleben einfach wieder zusammen. Huch. Sehe ich den nicht da unten. Ach, da hinten. Nein! Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ah, diese Fallschirmsteuerung ist dann manchmal einfach so. Guckt euch das an. Herrlich. Hallo. Fallschirm. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ich bin hier. Klick mal hier drauf.
Ja. Mhm. Hängt da jetzt das Seil dran? Dann kann ich das deswegen nicht... Ich kann die jetzt echt nicht benutzen, weil das Seil da dran hängt. Das war schon irgendwie cool. Ich dachte mir, vielleicht fällt das wieder zu oder so. Hm. Was ist los? Nutzlos, ein bisschen Ammo. Ey. Kopf hoch. Ja, der muss jetzt hier nicht Verstärkung rufen. Mehr Männer, mehr Männer! Bitte komm, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte komm. Töte alle deine Kollegen, Kronk. Alle deine Kollegen, alle tot. Oh, oh, das war wieder so wunderschön schlecht. Ehrlich. Ah. Was zum? Oh, Raffaello. Tag 815. Der Präsident ist zu seiner Jubelfeier angereist. Einige ungehorsame Bürger haben am Hafen protestiert und stattdessen meinen Namen skandiert. Ich habe Dante persönlich an den Docks begrüßt und ihn bei der Inspektion unserer jüngsten Erfolge begleitet. General De Luca sieht angesichts seiner juristischen Probleme weiterhin von öffentlichen Auftritten ab. Egal, was der General über die Stationierung von Soldaten zu unserem Schutz sagt. Ich dachte, der sammelt noch ein bisschen länger. Habe ich mir schnell ein bisschen Getränk eingeworfen. Aber genau, heute hat er natürlich noch nicht kurz zur Rede gehalten. Yes, einmal Garage, ein bisschen Zeug, ein bisschen Flieger. Viva la Revolution! Viva la Revolution! Da hinten war nix, das hatten wir jetzt schon gelernt. Dann gleich mal nach hier vorne. Das soll jetzt sich nicht an dem Müll festhalten. Jetzt den Müll mal irgendwo anders hinziehen, ja. Naja, ich bin durchgekommen. Was haben wir da? Exekutionskommando. Brüder und Schwestern, Arcus Berantia hat den Truppen von General Di Ravello gerade Arrivederci gesagt. Rico und die Rebellen haben es wieder mal geschafft. Viva la Revolution! Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen! So. Haben wir die. Da ist er! Unser Berufsrevolutionär! Hey. Langsam, Rico! Held der Revolution! Haben wir die drei auch noch beschützt? Entschuldigung, da hatte ich doch gerade ein bisschen Schluck auf. Dann booten wir mal so durchs CS. Oh, 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 oh. Haje. Ah, ich lebe noch. Also, noch. Stabile Kiste. Ich glaube, das ist mein Fahrzeug. Die hält nämlich ein bisschen was aus. Die geht nicht gleich kaputt. Hier bin ich dann mal raus. Perfekter Parkplatz. Bürger, wenn Sie nicht gehen, muss ich Sie eliminieren. Ja, wir haben ja bloß so ein paar Tanks. Bürger, Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Ziehen Sie sich umgehend von hier zurück. Jetzt chill mal. Oh, warum haben die denn jetzt alarmstuft? Ich hab da noch gar nichts gemacht. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. Jetzt rollt er hier hoch. Das war so nicht geplant. Ah, ich dachte, es reicht vielleicht. Den da hinten auch noch. Oh, hat gereicht. Rede nicht wie Vorfahren. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Ich mir mal dein Panzergerät. Achso, der parkt falsch rum. Ich wollte gerade sagen, warum fährt der in die falsche Richtung? Was ist los? Bitte komm! Warum antwortet?
So. Wo zur Hölle? Ist hier eigentlich der letzte Tank? Hallo? Tschüss. Wie ist die Lage? Bitte kommen! Heilige Scheiße! Ah, ich habe gerade ein Problem entdeckt. Und jetzt auch rausbekommen, warum das Spiel so laut ist. Ich nehme vermutlich gerade immer noch mit 60% Windows Volume auf von gestern. Hä? Ah, die kann ich nicht kaputt machen, also muss ich jetzt hier außen rechts rum manövrieren. Darum kümmere ich mich dann aber in der nächsten Aufnahme. Pisst euch. Ach, wisst ihr was? Das kann natürlich sein, dass ich hier wieder nur von oben reinkomme. Ah ja. Problem solved. Yeah. Zwei Ansiedlungen in einer Folge. Wo machen wir weiter? So kann es weitergehen. Nein. Guckt aber ganz schön das Gerät hier. Dafür ist das was anderes. Unser Mann, Rico. Yo. Was haben wir da noch? Signale. Signale. Die nehmen wir natürlich mit. Ja, dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.